Hallo, meine lieben Zuschauer. Heute erkläre ich euch, wie man Zigaretten stopft. Zum einen braucht man dafür eine Stopfmaschine. Ich zum Beispiel verwende die Ziggy Maker 2.0. Mit dieser Maschine habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und sie hält jetzt bestimmt schon anderthalb Jahre, ohne dass ich irgendein Teil auswechseln musste. Außer dieses kleine Stäbchen da hinten, das ist mir nach 7 Stunden Stopferei in meiner Nachtwache kaputt gegangen. Deswegen habe ich einfach eine Büroklammer verbogen und es als Halterung da reingesteckt. Zum Ersten empfehle ich euch, einen Tabak zu nehmen, der nicht zu sehr krümelt, sondern der aneinander hängt. Zum Beispiel Pall Mall Tabak, das Blaue, das ist meine Lieblingsmarke, das rauche ich sehr gerne. Und ja. Dann nimmt man sich ein bisschen was davon raus. Wie gesagt, das soll nicht so scheiß krümelig sein wie das hier unten, sondern schon ein bisschen so zusammenhängen. Und man tut es dann hier reinstopfen. Das darf nicht zu viel sein und auch nicht zu wenig. Wenn es zu viel ist, zieht sich die Zigarette nicht durch und es entstehen halbe Zigaretten, so wie hier. Da ist da unten einfach kein Tabak mehr drin, sondern nur bis da, weil der Tabak anscheinend zu fest war. Und wenn man zu wenig hat, dann lässt sich die Zigarette bzw. die Hülse einfach nicht richtig ausstopfen. Ich empfehle euch, Hülsen zu benutzen, die einen verkürzten Filter haben, wie die Pall Mall Extra. Hier sieht man auf der Dose, dass die Standardhülse eine 69 mm Hülsenvolumen hat. Das bedeutet, ihr stopft ganz viel Tabak in den Filter nach hinten, dass ihr eigentlich gar niemals rauchen könnt. Und bei den Extra-Hülsen ist es der Fall, dass die Hülsenlänge nur 60 mm beträgt. Und von daher hat man den kompletten Filter und stopft diesen halt nicht unnötig aus mit Tabak. Ich verwende die Hülsen jetzt schon seitdem ich stopfe und ich habe bisher immer sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ihr steckt nun also die Hülse an das vorgegebene kleine Ding. Ihr seht da oben sowas, das drückt ihr später mit diesem Teil nach unten. Dann hält sich das fest und die Hülse wird praktisch festgeklammert. Als Erstes würde ich euch empfehlen, den Tabak ein bisschen so zu klopfen, dass der schön in dieser Fläche liegt und die Hülse richtig angezogen ist. Jetzt stopft den nach unten, indem ihr ein paar Mal klackert. Ich mache es jetzt übertrieben, um es euch zu zeigen. Dann wird es hier mit diesem Stab da reingestopft. Und so, ihr müsst das hier gut festhalten. Mit diesem Hebel wirkt ihr, dass die Hülse sich festhält, ne? Dass die Hülse festgezogen ist. So, dann drückt ihr das mit Schmackes ein wenig, also ihr haltet es fest und drückt es nach unten, haltet die Stopfmaschine fest und zieht es einmal schnell durch. Dann macht ihr es wieder auf und so habt ihr eine wunderbare Zigarette und habt auch noch was übrig. Also dann, liebe Leute, viel Spaß beim Rauchen!